Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound mit Zombie und Maudado. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. What the fuck? Ja, ne? Ich krieg keinen Schaden. Warte, ich baue das ab. I'm not much of... Okay. I'm not much of a fighter. Zack. Macht den krassesten Sprung seines Lebens. Ja. Der andere kann durch Dinger glitschen. Ach, dann ja, klar. Was ist das denn? Pow. Erstmal weglasern. Ich kann auch meinen Stock halten, das ist verrückt, wenn ich auch pieksen. Ja. Permanent. Da oben ist eine Truhe. Kann man den Käfig abbauen? Oh, du kannst dir, gönn dir das aus der Truhe. Komm schon, Klaus, gönn dir das. Was ist, eine Knochenkiste und... aber dann verliere... ich kann das transmoggen, meintest du, ne? Ja, genau. Yo. Yo. Das ist cool, das ist richtig cool. Ich will das Teil hier haben, wenn du das nicht haben willst. Ja, kann man sich reinstellen. Ist man nackt. Es ist, glaube ich, zählt als Bett, tatsächlich. Was hier alles als Bett zählt. Alter, die... Hey, hier kann man sich ein Knochentischrezept haben, die da... Aua, erstmal die töten. Alter, was? Das ist doch viel geiler als das Auge. Hier kommt eine Zombiene. Wurfknochen? Ja, die haben halt alles mit Knochen. Ich liebe... Ja, hier ist eine französische Genderband Zombie. Mit Manu-Pulli. Warte, was? Wo? Schau mal, ich hab Wurfknochen gefunden. Hä? Das Biom ist richtig cool. Ist das einfach eine Waffe, die du jetzt permanent nutzt? Ja, aber ich habe halt nur 25 Geil. Stück. Jetzt noch 22. So, was will denn... Ist das ein Händler? Verkauft man das? Verfolgerhelm, Fährtenleserhose, der Helm ist Neonmelone. Jo, kann der mal stehen bleiben? Warte, ich mach den Loch. Hab ich noch irgendwas Cooles? Ich habe also ein Rezept für einen Knochentisch. Ja, ich hatte Knochenkiste, die habe ich gerade gelernt. Ah ja. Boah, Knochenkistencraft bin ich auch. Ich gönn mir, glaube ich, noch ein bisschen Zeug von denen. Ja. So ein paar Knochen und sowas. Cool. Boah, wir bräuchten halt das Rezept für Wurfknochen, das wäre noch geil. Das stimmt. So ein paar Ketten nehme ich auch noch mit. Wird dir alles gut, Maudado? das heißt ja. Glaub mir. Es ist kein Nein, also es ist schon mal besser. Der Genderband Manuel Französisch verklatscht hat uns eine Quest auf einmal. Ja, manchmal haben die eine Quest. Das ist aber auf demselben Planeten irgendwas suchen meistens. Ja, möchte viel Kohle. Ja, okay, das kriege ich hin. Ja, ich auch. Und jetzt möchte er einen Phoenix. Leute. Annehmen, viel Kohle, abgeben. Ja. Gold ist echt frustrierend. Ich dachte, jetzt kommt was ganz anderes. Das war so ja, voll besser. Ich höre jetzt auf, Gold zu farmen. Ich komme auch zu euch. Okay. Er hat sich halt weggerostet. Du greifst ihn an und ich... Ja, ich dachte, du willst auch noch draufhauen. Ja, beide zählen. Ja, wollte ich auch, aber ich dachte, wir müssen ihn vielleicht... Was ist das für ein Füchschen? Welches? Best abgeschlossen. Und die nächste annehmen. Ihr habt einen Fuchs umgebracht. Hier, Fackeln. Und abgeben. Abgeben. Und die nächste annehmen. Traveling Merchant. Ja. Gib 4 Fackel an irgendwie. Aber guck mal, Leute, das sieht doch aus wie ein Genderband Zombie, der aus Frankreich kommt und Manu Cosplay. Ja, guck mal, ich hab Papa gefunden. Oh, nee. Willst du den fangen, Maudado? Oh ja, den will ich fangen. Schau dir den an. Schnell, sonst vergifte ich den. Der ist ja geisteskrank, der Junge. Schnell, ich kann mich nicht kontrollieren. Warte, da ist das Item. Nicht daneben, wer? Warum ist hier eine Fackel, die leuchtet? Wir müssen 4 Fackeln abgeben. Oder müssen wir die platzieren? Hä, aber wir hatten doch schon das mit den Fackeln. Wir haben ja Fackeln. Ja, kann man glaube ich nicht fangen. Du hast den Pokéball aufgesammelt, Zombie. Oh mein Gott, das macht 50 Schaden. Das war nix. Einfach dodgen. Oh. 68 bei Maudado anscheinend. Got him! Hat er irgendwas gedroppt? 4 Baumstämme und 30 Pixel. Bist du tot, Zombie gewesen? Nee. Ich mach meine Quest. Zombie? Also du bist nach rechts weiter. Ja, den Pokéball kriegst du gleich wieder. Okay. Ja, wo bin ich gelandet? Aber mich verfolgen die ganze Zeit irgendwie Monster und ich will nicht stehen bleiben. Also wenn du eine Fackel stellst, Zombie, dann kommt das gleiche wieder. Das ist mega merkwürdig. Ja, weil es ein Questobjekt ist einfach, deswegen ist es ja, aber die Quest haben wir ja schon fertig. Gib 4 Fackeln. Okay. Wir sollen 4 Fackeln halt haben. Okay. Ich dachte, die Fackel-Quest wäre vorher gewesen. Ja, es war crafte 4 Fackeln. Ah, und jetzt damit müssen du wir die Fackeln hast, die man jetzt liefern kann, ja. Okay. Welchen Utensilien, sanitierter Kampffell? Ich bin tot. Fallschaden ist so brutal. Gibt's irgendeinen Augment für den Backpack, dass man leicht schwebt oder so? Bestimmt. Also langsamer fallen oder so. Das Ding ist halt, Doppelsprung ist obviously geil, aber man drückt manchmal aus Reflex halt. Wie weit muss ich denn laufen? Zu Madlina. Madlina, du Nette. Gerettet. Puh. Monetarisierung erhalten. Junge, wenn mich noch so ein Vogel angreift. Mich verfolgen halt gerade aber 5 Stück. Ja, und ich krieg die dann immer ab.
Und schon wieder vergiftet. Ich hasse diese Teile. Ihr bleibt doch einfach nicht dran stehen, wenn du es öffnest. Ja, das geht nicht so schnell. Oh mein Gott, ist so viel drin. Ich habe ja keinen Sprint oder so. Muss man bei den Wurfknochen eigentlich testen gegen Gegner. Ist heilendes Wasser, oder? Ja. Geil. Kann man das mitnehmen? Ja, dann teste mal. Ja, guck mal, wie lustig die sind. Hab ich vorhin Maudado gezeigt. Ah, die, okay. Ja, die sehen geil aus. Ich dachte, du tötest die jetzt einfach nur. Nee, ich war noch am ich dachte erst... Hier unten ist Schilf, das ist Schilf. Kennst du? Hier mit diesen braunen Knospen oben. Da warte ich mal das Wasser weg. Das heißt Schilf. Das heißt Schilf. Okay, ja, die kenne ich, die Teile. Dafür habe ich ein paar Craft-Rezepte gefunden. Daraus kann man Möbel machen und so, sind die so fest und so. Okay. Wie heißt Schilf in Luxemburg? Hä? Was? Ich habe gerade zum ersten Mal gefühlt von Schilf gehört. Ich weiß es nicht. Ah, also, okay. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn ich das Wort jetzt benutzen müsste, würde ich es halt irgendwie versuchen, luxemburgisch auszusprechen. Aber Questing zeigt nach oben. Da oben drauf steht der Kackvogel. So ein Kackvogel? Thank you. Thank you. Bitte hier bring die Bestellung zurück. Jetzt müssen wir nach links wieder. Ja, yeah, wir müssen wieder zurück zu dem Typen. Bro, Maudado, bist du da noch? Ich weiß es nicht. Also wir können auch nochmal neu hoch auf den Planeten und runter gehen. Ich check nur kurz hier das Schilfgebiet fertig ab, ob da noch... Ja, eine Kiste. Lecker. Die ist leer? Also ich bin da, Zombie, wo ich mich vorhin zu dir geportet habe, dann bin ich immer noch. Ja, dann okay, dann gehen wir zu dir, weil... Ja, weil wir müssen echt weit laufen. Ja, ich bin ein paar Meter nach rechts gegangen, der Pfeil zeigt auch nach rechts. Wir sind aber, ich habe den Planeten halt einmal komplett umrundet. Ja, kein Wunder, dass er uns laufen lassen hat. Bist du ein bisschen nach rechts oder links gegangen, Maudado? Also ja, ich muss hier links sein. Ja, ich glaube, du bist links. Ja, passt direkt hier. Ich töte hier noch ein paar Gegner. Hab ihn, wir sind da. Wo bist du, Klaus? Ich kämpfe noch gegen den Gegner, irgendwie bin ich ein bisschen weiter oben gespawnt. Okay. Ja. Ich habe einen Hammer bekommen. Hammer, geil. Guck mal, mein Kopf, Maudado. Du bist tot. Yes. Haus, gib her. Der Pokéball ist mir aus der Hand gefallen, ach, ja. Sorry. Geil. Hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Pokéball bekommen. Ja, guck mal, Maudado, ich kann den Knochen werfen. Ja, ich habe auch nur Kacke bekommen. Innerer Hund direkt getriggert. Wupsi. Fang, Maudado. Keins bekommen. So, ich habe... Ich glaube, ich habe genug Gold für mich. Ich habe genug Gold für mich. Wie viel hast du, Maudado? Ein. Einen einzigen Barren. Mhm. Kein einziges Erz. Ne, ich habe 3 Erze. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich daraus einen Barren machen. Also man braucht 2 Erze für einen Barren, steht hier. Ja, deswegen kann ich einen Barren machen. Also ich habe einen Barren zu viel und ein Erz. Also 1,5 Barren. Ich geh mal zu Klaus Schiff. Hype! Guten Tag! Hallihallo! Oh, deine Schnecke ist perfekt. Bitte. Bitte töte sie nicht. Nein! Nein! Sie ist frei, okay. Was wolltest du mit ihr machen? Man kann die hier in der Ecke einbauen, dann bewegt die sich nicht mehr durchs Schiff. Ja. Okay. Mach ich immer mit meinem Pad. Meine Schnecke ist hier oben. Dombey, hast du 7 Gold über? 7 Gold? 7. 7? 7. Ich habe halt genau 7 über. Ja, perfekt. Dann hat jeder von uns genau 10 Goldbarren. Boah, gehen wir dann zusammen upgraden? Einmal. Geil. Was für ein Kopf-Upgrade werden wir bekommen? Was kostet ein Teleporter? Weil dann können wir auf einem Planeten eine Base bauen. Wenn ich mal auf Klaus Schiff müssen. Hier kann man Teleporter kaufen. Moment, das ist zu verletzen. 3000 Coins, aber auch ein Teleporter-Kern. Und ein Teleporter-Kern kostet 15 Diamanten. Ich hab 4. Warte, ich guck mal. Aber ich glaube nur 2. Ich hab 2. Ich hab auch 2. Ich bin ready. Ah, nee. Ready. Was haben wir jetzt freigeschalten? Den Ball? Ich hab's nicht gelesen. Ja, er hat ja nur erklärt, wie die Versteuerung funktioniert. Drücke F. Okay. Yo. Kann man das dann noch mit dem Doppelsprung später verbinden? Nee, aber das hat eigene Upgrades. Boah, F ist irgendwie kacke. Hallo? Ach, der musste gerade aufladen. Maximaler Flame, aber dreimal im Ball verwandelt. Boah, ich hasse die Tasse. Taste. Du hast es im Sprung gemacht? Insane. Ja. Ui. Oh, das ist geil. Oh, das ist echt nice. Oh. Ui. Wir müssen auf den ersten Planeten. Wisst ihr noch, wo das Ballloch war? Für die 2 Kisten. Wird halt das wertvollste Material der Welt sein. Wahrscheinlich keine Ahnung, was da ist. 15 Dias oder so. Ja, aber wenn du so, wenn du D drückst, dann ist F drücken echt kacke. Ja, ich meine, ich verstehe auch nicht, weil Steuerung ist scheinbar eine Freecam. Ja.
So, hier könnt ihr upgraden, ne? An der Tech-Maschine. Wussten wir. Wir wollten nur gucken, ob du es auch noch weißt. Könnt ihr alle drei Sachen, die wir jetzt haben, könnt ihr upgraden mit Technikkarten. Ah, und man kann aber nur eins davon ausgerüstet haben. Also zum Beispiel bei Sprung habe ich den Multijump, dafür habe ich den Pulsjump nicht mehr. Aber das Standard ist immer das Kackdümmste. Es gibt eine Sonic Sphere. Damit kann man sprinten mit F als Kugel. Studenten durch Wasser als Kugel oder Wände hochklettern als Kugel. Ich habe halt leider erst eine Karte. Ich musste die anderen 8 die Schatten abgeben. Ich liebe die Rüstung von diesen Ork-Dämonen hier. Oder ja, was oben ist der Rosa, ne? Ja. Wollen wir noch Hauptquests machen dann jetzt, oder? Also wenn ich mache mir meine Gießkanne. Okay, jetzt haben wir jetzt auf seine Gießkannen-Quest. Dafür brauche ich erstmal einen grünen Planeten. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Schaut die Beschreibung rein, da sind auch Maudado und Zombie verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.